Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Jedi. Ich wollte gerade Laser Fallen Order sagen, aber es heißt nur Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind immer noch auf Datumir und wir haben im letzten Part diesen Checkpoint hier erreicht. Zum Glück. Und jetzt geht's ja auch weiter. Hoffe ich zumindest. Oh, sehr gut gemacht. Du hast dich super daran festgehalten. Ach, da ist jemand. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh. Ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Okay. Da haben wir auf jeden Fall mal wieder was rausgefunden. Hat er einen Namen? Wie lange seid ihr schon hier? Nee, lang genug. Nicht. Wanderer. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, okay, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verlor. Aha. Ja, lass mich mal bitte los. So, okay, ich kann wieder laufen. Alles gut? Ja, so hoch komme ich nicht. Nee. Ja, weit. Ja. Okay, da wäre ein Loch, aber ich glaube, das ist nicht das Rätsels Lösung. Oh, hier unter mir, aber vielleicht. Oder? Nee, okay. Da auch nicht. Dann. Gehen wir mal wieder. Hier unten. Was ist hier denn? Hier ist eine Seilbahn. Okay. Sollen wir gleich mal runter? Aber ich möchte eben hier reingehen. Oh, eine Werkbank. Wir können unser neues Lichtschwert ausrüsten. Wir haben ja irgendein Teil bekommen, aber müssen wir gleich mal gucken, welches. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Also vielleicht kann ich mich doch noch ein bisschen beschauen. Oh, Doppelklinge, nice. Oh, ich liebe ja Doppelklingen, aber ich möchte eigentlich, das Doppelklingen-Lichtschwert ist in puncto Massenkontrolle überragend. Setze Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu überwältigen und zu besiegen. Blocke nach der erfolgreichen Abwehr ein... Okay. Okay. Ich muss mal ganz kurz... Vielleicht klappt das hier. Ich möchte was testen einfach. Ich möchte was testen. Aber es klappt nicht. Okay, okay, wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach. So, wir konzentrieren uns jetzt hier wieder auf Star Wars. Also wir haben jetzt ein Doppellichtschwert. Nee, haben wir nicht. Okay. Achso, ach, das müssen wir jetzt einstellen oder was? Farbe, haben wir schon eine andere? Ja, orange ist halt... weiß nicht. Ich nehme mal wieder blau. Sender... Da haben wir da hinten was. Mal gucken. Wir gucken mal durch. Oh, das finde ich ganz gut. Hülse. Es sieht so, altertümlich aus. Okay, hier haben wir noch nichts.
Und wie kann ich jetzt hier raus ein Doppel... Schwert machen? Ja, wunderschön, Kelle. Aber ich würde ganz gern wissen, wie ich daraus jetzt zwei mache. Alles okay bei dir? Freut mich. Ah, so, so. Okay. Nice. Kann ich den Modus auch noch mal ändern? So, mit zwei. Nee, ich möchte ganz gerne. So viel näher. Nein! Viel zu knapp. Mann, okay, okay. Egal, dann kämpfen wir erstmal so. Möchte ich eigentlich einzeln haben? Oh Gott. Oh. Oh, das ist cool. Ich mag ja Doppellichtschwerter. Oh! Gott, ich bin hier im Spinnennest, glaube ich. Ich wollte hier niemals rein. Ich glaube, der hat da den Eingang jetzt Folge. Ah, doch nicht. Können wir da rein? Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir da rein können, aber okay. Dann nicht. Da können wir hoch. Sonst geht es ja aber auch nicht weiter. Okay, dann springen wir hier hoch. Dann gehen wir mal gucken. Ist hier oben was? Weiß nicht, da leuchtet was. Ich glaube, hier ist ein Speicherpunkt. Ah, nee. Ach, hier sind wir. Ah. Etwas hier hat jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? Okay. Sehr schön. So. Gehen wir hier mal weiter. So laufe ich. Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, mit der Waffe komme ich... Aber ich möchte eigentlich wirklich Doppellichtlinge haben. Warte. Oder haben wir nur die? Ich weiß es nicht. Also man kann es wirklich nur so wechseln. Aber die Frage ist, wie man es wieder zurückwechseln kann. Ach so. So. Und dann... Okay. Ich hab's... Was? Ich dachte, das wäre ein Aufzug. Wow. Wow, Spiel. Dann stell mir doch nicht sowas dahin. Okay, also hier können wir dann erstmal nicht weiter, wie es aussieht. Von da oben sind wir gekommen. Guck nur eben hier hin. Nee. Aber es ist wunderschön hier, Leute. Es ist echt schön. Ja gut, dann, oder? Warte, wir haben doch hier eine Karte irgendwo. Ja, okay. Wir müssen wieder zurück. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Oh, schön. Auch der Ort ist eigentlich echt schön. Frage ist... Oh Gott. Okay. Ich hatte kurz Angst, dass man hier überhaupt nicht mehr zurückkommt. Ich meine, dann hätten wir den Ort hier noch ein bisschen erkunden können. Brüder, ein Eindringling! Oh nein. Du kannst nicht gewinnen, Fremder! Aua, Vorsicht! Oh, Brüder, helft mir! Oh Gott, ich dachte... Er zittert vor Angst! Er lebt ja immer noch. An ihm dran. Er darf sich nicht erholen. Mann! Verhindert, dass er sich bewegt! So, zack. Deine Niederlage ist sicher. Komm. Ein ordentlicher Treffer. So, kannst du den jetzt mal bitte wegmachen? Danke. Dein Ende naht. So. Die machen jetzt auch weg. Weg mit ihm. Oh, sehr gut gemacht. Oh Gott, ey. Ist das der richtige Weg? Ich hoffe. Ja, da hinten ist er. Oh Gott. Hier können wir wahrscheinlich immer nicht öffnen, ne? Nee. Okay. Dann haben wir nochmal einen Spinni. Haha, ich hab gekonnt. Cool. Hier gibt es einen einfachen Weg nach Hause. Das ist aber nett. So piept die Erde, oder habe ich mir das eigentlich? Aha.
Ah. Sieh mal an. Da wäre noch ein Weg gewesen. Aber ich habe Angst, gegen den halt zu verlieren. Oder sollen wir es probieren? Sollen wir es probieren? Oh Gott, da ist nur eine. Oh Gott, da, wir sind auf 10.000. Ach, das ist der eine Gang. Oh, warte, ich kann hier was machen. Nein. Okay. Ja, gut, ne? Oh Gott, er kommt. Ich will wieder hoch. Ich will gegen ihn nicht kämpfen. Ich will jetzt zu meiner Mantis, oder wie das Schiff heißt. Ja. Schnell. Ich muss ja jetzt hier nicht nur unnötig sterben. Und ich glaube, ich habe meinen Bildschirm gerade angespuckt. Aber so ist das Leben halt. So ist das Leben. Gut, gut. Dann haben wir den Planeten fürs Erste abgeschlossen, bis wir besser springen können. Ich speichere mal lieber vorher, bevor ich mit denen hier rede. Oh, lauf doch schneller. Nee, okay. Dann nicht. So, dann meditier mal, Kleiner. X ausholen. Sehr schön. Sehr schön. Dann reden wir jetzt mal mit denen. Hier haben wir auch eine Werkbank. Okay, okay. Okay, ich glaube, die habe ich vorher nicht gesehen. Wenn doch, dann bin ich einfach nur blind. Haben wir schon irgendeine Pflanze? Was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ja, ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu schockieren. Die Pflanze. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Ja, ich hab dir auch einen Samen gebracht. Wenn sie da draußen ist, schon. Wow. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Wow. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Leute, da war eine Schwester, denn seitdem ich den neuen Rechner hab, ne? Wie geht's dir? Denke ich. Alles gut. Aber es war klar, dass wir nicht willkommen sind. Bekomme ich immer einen Schock? Die Brüder denn? Dass sich irgendwas da rot färbt, ja? Und es sieht aus wie ein Herd. Und ich denke mir, oh nein, scheiße, der Herd ist an. Aber es ist nur der Rechner. Wäre eine Option. Wir können später zurückkommen, wenn du nicht bereit bist. Ja. Ja, sorry, ich kann nicht mehr springen. Schon okay, Grease, alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher. Ich bin sicher. Ja, 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 du bist sicher. Oh, Kerl. Können wir jetzt starten? Ja, können wir. Wollt mal nach dir sehen. Mir geht's prima. Prima. Sowas von bereit, den Planeten endlich zu verlassen. Ja, dann setz dich auf dein Cockpit. Ich hab die Geschichten gehört. Hexen, lebende Tote. Hattest du nicht was zu erledigen? Na dann mach endlich. Geh gleich los. Gut, beeil dich. Ich werde hier warten, wo es sicher ist. Falls es so einen Ort überhaupt gibt. Oh. So, Holotisch benutzen, danke. Gut, legen wir unser nächstes Ziel fest. So. Bogano waren wir ja schon. Das ist Datum hier, da sind wir gerade. Und hier ist Sepho. Dann würde ich sagen, dass wir erstmal nach Sepho fliegen. X-Reisen. So, komm, komm, kleiner Affe. Wenn das alles vorbei ist, ist die Zeit gekommen, sich niederzulassen, wissen Sie? Wo bist du hin? Eine Familie gründen. Verlieben? Sie? Na, warum nicht? Glauben Sie, ich weiß nicht, was Liebe ist? Sie werden es mir sicher gleich sagen. Ich werde es Ihnen sagen. Liebe ist das Größte, aber viel Arbeit. Sie erfordert Bewunderung, Hingabe, Anziehung. Tja, und Respekt. Grease, das ist ja fast schon tiefsinnig. Naja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich, bricht immer ein paar Herzen. Sicher. Super. Gutes Gespräch, Leute. So lobe okay, ich Teamarbeit. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Ja, ja, ich setz mich auch hin. Wie, wir sind da, aber du fliegst immer noch? Oder so, wir sind gleich da. Dann... Hä? Bogano? Ich hab nur Sepho angewählt. Also jetzt mal wirklich, ja, ich hab nur Sepho angewählt. Also so blind kann ich noch nicht sein, oder? Ich hab eindeutig Sepho angewählt. Eindeutig. Ganz ehrlich.
Oh Gott. Irgendwohin. Nur nicht da, Tomir. Da gefällt's mir nicht. Ah, okay. Hier. Zepho? Da, Zepho. Sind unterwegs nach Zepho. Danke. Danke, Spiel. Wirklich danke. Du weißt, wer ich bin. Ja, ich weiß, kam nach Bogano, um einen alten Meister Eno Cordova zu finden. Hallo auch dir. Ihr müsst viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Nee, nicht wirklich. Viel Glück, Edi. Möge die Macht mit dir sein. Das Lock für Kern. Sonst nichts? Okay, cool. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Ja, ich setz mich. Sehr schön. Unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das nur etwas knifflig. Okay, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Also, ich finde Kel irgendwie cool. Hier drüben. Ja, schon cool. Gute Arbeit auf Bogano. Ja, danke. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich bin gleich wieder da. Ich will die andere Form. Danke. So, damit laufe ich lieber herum. Gute Arbeit. Geschafft. Geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgesehen. Das ist kaputt. Okay. Was glotzt du so? Ja. Mit wem redest du? Mit meinem Chef. Der Mantis. Okay. Guter Name. Klingt gewaltig. Oh cool, ich kann ja einmal rumlaufen. Bin gleich wieder da. Oh, ich glaube, Leute, das hier wäre mein Lieblingsplanet. Überall Wasser. I love it. I love it so much. Oh, Wasser ist toll. Wirklich. Wirklich, wirklich. Hier ist überall. Überall Wasserfälle. Das ist ja der schönste Planet der Welt. Jo. Wenn die Sonne rauskommt, auf jeden Fall. Oh, da ist sogar ein Wasserfall. Okay. Diese Wasseranimationen, die sehen nicht so gut aus. Hier unten. Sieht ein bisschen billig aus sogar. Was haben wir hier denn? Oh, eine Brücke. Sollen wir da hin? Oder sollen wir erstmal da reingehen und gucken? Ich möchte eigentlich erstmal gerne wissen, was hier drin ist. Okay, wir gucken erstmal von außen. Denn man kann ja nie wissen, ne? Lass uns mal hier anfangen. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste, die wir nicht benutzen können. Oh, Schnee gibt's hier auch. Oh, wow. Also wirklich, bester Planet. Bisher. So, hier haben wir eine Kiste. Oh, okay. Hast du was gefunden, BD1? Neue BD1-Skin erhalten. Da gucken wir doch mal nach hier. Anpassung. Wie sieht er denn aus? Oder ist das hier? Der Skin, der gefällt mir tatsächlich. Okay, cool. Sehr cool. Dann hat sich das schon mal gelohnt zu erkunden. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal die Tür hier zu öffnen.
Sie geht nicht auf. Okay, die geht nicht auf. Ja gut, Leute. Ich würde dann sagen, wir schauen mal im nächsten Part, was sich hier drin befindet. Ich bin richtig gespannt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Alkamito, haut rein und ciao. Also schauen, ne? Wenn ich hier die Aufnahme, wenn ich meine Tastatur erstmal ausmache und dann Windows-Taste drücke und dann Aufnahme beenden drücke. Na, tschüss.